Und ein herzliches Willkommen zurück zu Hyrule Warriors. Ey, beim letzten Mal haben wir mit Ganondorf in der Ranaille-Schlucht gegen Lana gecatcht und nun geht es in der Ebene von Hyrule weiter. Und ich wollte mal eben noch was anmerken und zwar, ich dachte, ich könnte hier auf den, kann ich das von hier aus machen? Den Changelog? Ich glaube nicht. Das ging doch mal, oder? Kann ich hier den Changelog? Irgendwo konnte ich in den Changelog reingucken, aber... Warte mal, zurück. So. Und zwar die Update-Infos. Sind als neue spielbare Kämpfer Zia, Volga und Pyroma dazugekommen. Ja, dann noch sonstige Sachen hier mit, wir können jetzt auch die Kampfsequenzen ausmachen, also jetzt nur mal so als technische Information. Mit den dreien kann man jetzt auch spielen, also man kriegt hier echt eine Menge Kämpfer zusammen. Ich würde mal sagen, es geht in der Ebene von Hyrule weiter, wobei ich dann vorher gerne noch mal schauen möchte, wo war das? Medaillenschmiede. Genau. Hier geht immer noch nichts. Da auch lame und hier sowieso. Hochleveln lohnt auch nicht. Zwei Level. Drangladen, lass mal. Was haben wir in der Waffenkammer? Verstärkte Waffe, Breitschwerter. Wir haben aber kaum. Warte mal, wenn wir jetzt. 96 Angriff, 80, 80, 80, 80. So, wenn ich das. Komponente kombinieren mit. Starker Angriff. Ich nehme mal die Erfahrung. Ich kombiniere das mal. So. 96er Waffe mit Erfahrung. Das boostet. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Und jetzt. Die Ebene von Hyrule mit Ganondorf und seinem super Breitschwert. Und dann würde ich mal sagen, Intro! Ganondorfs forces had defeated the Hyrulean army and wrenched the Triforce of Power from Lana's grasp. Yet the other two pieces remained with Link and Zelda in Hyrule Castle. If Ganondorf could take the castle and complete the Triforce, Hyrule would be at his mercy. He readied his army for a siege. Meanwhile, Zelda's forces stood ready to defend their home at all costs. Link stood at the head of the army, the shining Triforce of Courage inspiring his troops. This battle would decide Hyrule's fate. Would the light endure? Or would darkness spread to every corner of the land? The next moments would decide. Ja, einmal geht es um alles. So, wo starten wir? Wir starten... Ich drücke mal auf falsche Schlachtfeld. Wir starten da, wo der grüne Pfeil ist. Ich würde sagen, dann biegen wir gleich links ab, hauen alles klein, nehmen den Vorposten da vorne ein. Jo. Bin mal echt gespannt, ob man wirklich mit Ganondorf hier gewinnen kann. Die haben sich mit den Soundtracks hier auch echt Mühe gegeben, muss ich sagen. Das klingt alles immer ziemlich cool. Ach ja, und mit meiner Synchronisation, ne? Ich habe eine 8 von 10 Punkten für Beklopptheit gekriegt. Das reicht uns nicht. So. Hammer, Patz. Der Ganondorf ist nämlich Bodybuilder. Der kann alle mit einem Schlag umhauen. Ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen, dass die Guten die Bösen sind. Ja. Ich wollte ja nach links. So, Zanto rückt vor, das ist immer gut. So, habe ich noch Material hier? Nö. So, ich wollte hier ja was einnehmen. Da war ja was. So, einmal hier. So, zack, zack, zack. Ein Magus wurde gesichtet. Auto ist kaputt. Da ist mal auch Chick Damage. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. So. Das ist extrem schwer, hier was zu übernehmen, wenn hier so wenig Gegner kommen. So, 100 K.O.s. Zack, zack, zack. Eskortiere Zanto. Ja, das werden wir sehen, ob die siegen. Der Kommandant ist da. Ey, Kommandante! So. Dann ist halt unser. Den ich immer wieder
Dingens mit. Und nun geben wir mal Zanto eskortieren. Besiege Link. Das kommt aber schnell. So, Mittelfestung erobert, bla bla bla. So, mal das Kleinhauen hier. Zack. 54 Leute habe ich getroffen. Das ist ja... Und der Exile-Force wurde von Link vertrieben? Ist ja was? So. Die Menschen wirken sehr motiviert. Mit jedem Sieg Monster wird es schlimmer. Der Lisal... Wer? Lisal... Was für Viecher? Im Bedrängnis, da unten. Kommst du hier mittlerweile klar? Und wo ist eigentlich Link? Mein Gott, wo kommen die immer alle her? Soll ich denn bitte so schnell da unten hinkommen? Naja, ich gebe einfach mal Gas. Der Exile-Foss ist geflohen. Ach, da ist Link! Oh Gott, mit dem Masterschwert, der wird wahrscheinlich echt Damage machen. Der Held! Link! Sonst ist er nichts, er ist nur Held. Das macht schon mal gut Damage. Na komm, greif an. So. Rotz. Und nochmal. Rotz. Das war ja easy. So. Link ist besiegt. Vielleicht kriegen wir von dem jetzt irgendwie den Schal des Helden oder so. Zieh ich kurz zurück und erhol dich. Wahrscheinlich müssen wir jetzt immer wieder gegen Link kämpfen. Das ist, hat sich vorher zurückgezogen. Wir kriegen Heldenschal wahrscheinlich. Und nun, ich nehme mal die Festung da hinten ein. Das ist, glaube ich, unsere Base. Die Moral der, ist nicht mehr erhöht. Okay. Oh. Schade. Ich wollte gerade Mega-Damage machen, aber gut. Ostfestung erobert, haufenweise Zeugs eingesackt. Gut, hier ist alles fit. Magie nehme ich auch noch mit. Und dann gehe ich mal weiter nach unten. Würde ich sagen. Oh, nehme ich das da oben ein? Das da oben sieht so verdächtig aus, als könnte man da irgendwas abgreifen. Ich gehe mal nach oben. Vor allem, weil hier auch voll viel los ist. Und die für mich alle rein wollen. Ja, das ist kein Tag der offenen Tür hier. Verzieht euch. So, ich wollte mal eben oben gucken. Mit der Macht der großen Fehlkömmel kannst du noch... Warte mal. Ach, komm mal. Hier, komm. So. Eitle Impass Plan. Ja, gleich. Ich muss hier nur mal eben was einnehmen. So. Uah, er kann fliegen. Rotz. Gut. 100er K.O. Wow. So, so. 500 Feinde besiegt. Wir müssen jetzt nach da unten und gucken, dass wir zur Feenquelle kommen, bevor Impa zur Feenquelle kommt. Ist echt mal ungewöhnlich, so auf der bösen Seite zu kämpfen.
Magie habe ich nicht, aber Special ist voll. Oh Mann, ey, wir sollten uns beeilen. Santo, mach keinen Scheiß da oben. Impa, komm her. Ich mit meinen mega Breitschwertern der Breitigkeit. Ich kann ja alles platt machen. So. So. Wo ist jetzt Impa hin? Nein, ihr wird nicht zurückgezogen. So. Und mal einfach wieder alles wegbratzen. Bam. Dass dieser fette Kerl überhaupt so schnell rennen kann. Alter. Das ist doch mal. Er muss gut trainiert haben. Zu schade. Ja. Und noch einmal. So als Master of Pure Evil können wir hier alles platt machen. Link wurde erneut auf dem Schlachtfeld gesichtet. Ah, okay. Schloss Hyrule ist offen. Aha. Ein Huhn. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, was ist denn jetzt los? Die Prinzessin von Hyrule, Zelda, jetzt will die auch draufhauen, oder was? Zelda rückt Richtung Hauptquartier vor. Link rückt Richtung Hauptquartier vor. Ja, sollten uns ein bisschen beeilen. Liege Link und Zelda. Gott, oh Gott. Wie zuvorkommen, dass sie sich gemeinsam zeigen. Ich hol mir jetzt das Triforce. Aber das funktioniert schon mal. Das ist doch schon mal Zelda. Dürfte eigentlich noch fetter und fieser werden, wenn ich die erstmal. Ja. Au. Santo rückt gegen Link vor. Okay. Ob die jetzt hinge? Wo habe ich den gefeuert? Ach da. Ich kümmere mich um das Börschchen. Ja, okay. Dann tu das, aber tu es bitte richtig. So, Hauptmann weg. Uah! So. Der ist weggedamaged, richtig? Gib mal was. Lass mal was abfallen. Los. Ja, lass mal was abfallen jetzt. Und ihr haltet mal alle die Schnauzen. Und jetzt den Helden. Ja, okay. Nur ein Hauptmann besiegt. Ich kann mir jetzt hier endlich mal irgendwas. Sie Link. Ach, wie schön, das liegt da auf dem Weg. Ja, Zelda macht da anscheinend nichts. Von daher. Eure Stärke ist beeindruckend. Ja, ich weiß. Links. Da drunter. Ich kann's aber wissen. Zeig doch. Zelda wurde wiederlebt. Ach komm. Santo ist geflohen. Ach komm. Ey, du Held!
Und noch einmal. Santos ist eh ein Vollidiot, der kann nicht. So, Link haben wir gleich. Link haben wir. Ne, Link haben wir noch nicht. Wait a second, wo ist er? Link haben wir jetzt. Alter. So, die Power-Attacken, das... Wo ist jetzt die Olle? Erstmal alles weghauen, damit wir hier die Ruhe haben. So. Gut. Jetzt doch schon mal fertig. So, von wo aus kommt ihr denn jetzt? Ja, du Hauptmann, du mach dich auch mal vom Aqua jetzt. So, Hauptmann weg. Wolltest du mich verarschen oder was? Freundchen, so nicht. Also echt, diese ganze Wiederbeleberei, ne? Die geben mir Gewalt auf den Senkel. Blöd bei Link ist, dass er ewig für seine Special Attacks braucht. Boah, Alter. Energy slow. Warte mal. So. Wo war jetzt die Olle? Achso, ich muss da lang. Nehme ich mit, nehme ich mit. Link liegt da rum. Ich muss hier rüber. Und da ist sie. Und jetzt mal wieder alles platt hauen. So. Einfach weil wir es gerade können. Mega Magic! Und? Die mit ihrem Haudegen. Komm. So. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ich konnte zwar nichts einsammeln in der Runde, aber Hauptsache, wir haben gewonnen. Endlich alle drei Teile. Was kommt denn jetzt? Ich würde sagen, Ganondorf hat gewonnen. Jo. Entschuldigung, immer noch ein bisschen verhustet. Schwerter des Bösen hatten wir schon. Lyra der Göttin und Feuerstab. Feuerbonus. Heiliger Heilungsschild. Impass Haarbänder. Silbersprüche. Ach, Link Stiefel bekommt man dann. Okay, die ollen Treter. Veganischer Handschuh. Bla bla bla. Soldatenuniform. Und ein Bildchen. Swing. So, nu? Gerudo-Wüste, es geht ja noch weiter. Was denn jetzt noch? Bis zum Ende, das letzte Kapitel. Uiuiui. Alles klar. Ach ja, ah, und jetzt ziehen wir wahrscheinlich den Kampf wieder. Alter, ist das.
Banane. Immer so hin und her. Erst gegen Sia. Ach, ist ja wie in den alten Spielen auch. Da hat man erst gegen irgendeinen Bösewicht gekämpft, bis man dann festgestellt hat, dass der Oberbösewicht Ganondorf ist. Das ist fast immer oft so gewesen. Fast immer. Also echt oft. Sehr oft. Verdammt oft. Alles klar. Dann würde ich sagen, dann geht es im nächsten Part in der Gerudo-Wüste weiter. Da können wir dann als Link oder als Lana spielen. Ich weiß es nicht. Link, Lana, Sheik und Zelda. Müssen wir mal gucken. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.